So, auch ein herzliches Willkommen an dich, wenn du derjenige bist, der die Aufzeichnung sich anschaut und wenn wir unsere Statistiken verfolgen und mal unseren YouTube-Kanal, wo dieser Stream Positive Monday zu finden ist, dann haben wir da einmal mehrere hundert, vielleicht bist du einer davon. Herzlich willkommen. Heute haben wir Christian Galvez. Ja, Christian gehört zu der Kategorie, wo ich mich frage, müssen wir den eigentlich noch vorstellen? In meiner Welt nicht, also in der Trainer-, Berater-, Speaker-Welt nicht. Und ich sag mal, wenn ihr Sat.1 öfters guckt, dann wahrscheinlich auch nicht. Weil Sat.1 hat mal gesagt, das ist der wahrscheinlich, weiß nicht, was das Beste oder der wirkungsvollste oder auf jeden Fall der bekannteste, einer Deutschlands führender Persönlichkeitstrainer. Christian, du bist zu Hause im ganzen Bereich Rhetorik, du machst unheimlich viel in der Beratung für Organisationen, du hast international studiert, du warst in Hollywood, also hast die Traumfabrik ein bisschen kennengelernt, hast BWL und Wirtschaftspsychologie studiert, also eine ganze Menge. Und in dem Rahmen, und das interessiert uns heute, hast du in dann vor, oh, ich habe gar nicht die Jahre drauf, vor 3 Jahren, vor 4 Jahren, du wirst es genauer wissen, Barack Obama interviewen dürfen. Da war er nicht mehr im Amt, sonst hätte es vielleicht nicht geklappt, sondern er war relativ frisch zurückgetreten. Er war in Deutschland und der 44. US-Präsident war in Deutschland und du durftest ihn eine Stunde interviewen vor vollem Haus in der Längstes Arena, aber ich weiß, hinterher kam es sogar in der Tagesschau. Das hast du vielleicht nicht gewusst, sonst wärst du noch nervöser gewesen. Wie konntest du dich, oder sag doch erstmal Hallo, bevor wir hier gleich. Ja, vielen Dank, guten Morgen. Ich habe mich eben gefragt, wie kann man besser seinen Montagmorgen beginnen als mit dem Institut für Persönlichkeit als Persönlichkeitstrainer. Du weißt, ich schätze eure Arbeit, aber ich freue mich auch riesig, dass so viele heute Morgen mit dabei sind. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Montagmorgen hatte, wo so viele gut gelaunte Gesichter zu sehen waren. Also alle herzlich willkommen. Ich hoffe, das wird Wert stiften für euch. Wunderbar. Ja, davon gehe ich aus, denn ich habe ja ein Vorgespräch mit dir geführt. Das ist gar nicht so ein Wurf nur ins kalte Wasser. Und du hast mir schon auch auf der persönlichen Schiene ein bisschen erzählt, wie das für dich war. Also ich glaube, das wären schöne 20 Minuten. Also, eine wichtige Präsentation liegt vor dir beispielsweise. Also nicht vor Christian, sondern vor euch als Zuschauer. Ein wichtiges Gespräch. Ich glaube, die Situation, die kennt jeder von euch. Wie bereitest du dich denn auf solche Situationen vor, wenn du weißt, ich glaube, 14.000 ausverkaufte Halle in der Längstes Arena, ne? Die meistbespielte Arena übrigens Europas. Bin ich als Kölner ein bisschen stolz drauf, wie viele Veranstaltungen da sind. Wie kriegst du es hin, das Thema Zuversicht in deinen Kopf zu bringen? Weil es gibt natürlich auch Szenarien, die sagen, gleich fällt mir die Frage nicht mehr ein, mir werden meine vorbereiteten Karten geklaut, mein Mund ist trocken, mein Mikro fällt aus, etc. Also welche Learnings kannst du uns mitteilen? Ja, erstmal finde ich es ganz wichtig, dass du sagst, es geht jetzt gar nicht darum, dass ich Obama interviewt habe, sondern vielmehr darum, wie schafft man es, sich für solche Spotlight-Momente, so nenne ich die, Spotlight-Momente vorzubereiten. Wir alle kennen die Momente, wichtige Präsentation, wichtiges Gespräch. Und das ist das, was ich im Grunde genommen beruflich tue, Menschen auf solche Spotlight-Momente vorzubereiten. Und da war es für mich spannend, selber nochmal durch diese ganze Phase durchzugehen, denn das war für mich ein riesen Spotlight-Moment. Und darum soll es auch im Grunde genommen gehen, denn es gibt eine Strategie, die dahinter steckt. Das beginnt mit der Entscheidung, wann treffe ich überhaupt die Entscheidung, sowas zu tun, bis über, wie mache ich Content Creation, wie trainiere ich dafür, wie bringe ich mein richtiges Mindset mit, um am Ende des Tages mit Zuversicht in ein solches Gespräch reinzugehen. Und über diese Punkte würde ich gerne heute Morgen sprechen. Okay. Spotlight ist so das Erste, was du erwähnt hast. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Also die Entscheidung zu treffen für dich, dass du dieses Gespräch überhaupt führen willst. Also ich glaube, im ersten Moment würden viele sagen, ja, will ich, aber wenn es dann näher kommt, haben wahrscheinlich nicht alle den Arsch in der Hose. Also du musst da auch für euch als Zuschauer nochmal den Zusammenhang verstehen. Da ist der Christian in der Branche recht bekannt, hat auch einen Namen zu verlieren, in Anführungsstrichen. Du weißt, vor dir sitzen total viele Kollegen, ne? Du weißt, da sitzt ganz viel Presse auch, ne? Die kann dich zerreißen, die kann deine Karriere nach oben oder nach unten bereiten. Da sind ganz viele Agenturen, so läuft das in der Regel, dass Christian Galvez von Agenturen auch gebucht und dann an Kunden weitergeleitet wird. Also eine riesen Aufmerksamkeit. Das war Obamas allererster Auftritt nach seiner Präsidentschaft. Wir erinnern uns noch, wie er in Berlin stand und solche Geschichten. Aber wie triffst du mit Zuversicht so eine Entscheidung? Also Oliver Kahn würde sagen, Cojones, ne? Wie kommst du dazu, ja, zu so einem Gespräch zu sagen? Ja, ich habe ja eine Zeit lang in Los Angeles gelebt, in Hollywood und habe mich sehr intensiv mit dem Thema Improvisationstheater auseinandergesetzt. Und
Da gibt es ja diese Grundregel, sage ja. Und die wurde so ein bisschen Motto meines Lebens. Also wenn immer herausfordernde Situationen mir angetragen worden sind, sage ich von Natur aus erstmal ja, weil Transformation immer etwas damit zu tun hat, nicht in den Widerstand zu gehen, sondern erstmal ja zu sagen. Aber, jetzt kommt das große Aber, es gibt eine zweite wichtige Regel beim Impro-Theater, die heißt, habe Freude am Scheitern. Und das ist etwas, was ich in der Längstes-Arena vor 14.000 Menschen, vor der versammelten deutschen Presse und vor allen Dingen allen Agenturen nicht haben wollte, Freude am Scheitern. Und deshalb war die Frage, wie trifft man da eine gute Entscheidung, das zu tun? Und da hat noch jemand das Mikro an. Genau, vielleicht Mikro kurz ausmachen, Dankeschön. Und da empfehle ich immer, Selbstwirksamkeitsverstärker vorher schon einzubauen. Und wann immer große Präsentationen kommen, schaue ich oder auch meine Coaches, dass sie die Rahmenbedingungen ein bisschen gestalten können. Und als ich gefragt worden bin, ob ich diese Veranstaltung moderieren möchte, das Interview mit Obama führen möchte, habe ich gesagt, habe ich eine Nacht drüber geschlafen und dann drei Bedingungen für mich postuliert und gesagt, unter diesen drei Bedingungen würde ich das tun. Das war bei mir übrigens, ich möchte vorher einmal raus, damit das Publikum mich noch einmal kennenlernt, damit sie eine Verbindung zu mir haben, auch verstehen, warum ich da bin. Das Video gibt es übrigens auch auf YouTube, kann man sich ansehen. 5 Minuten, wo ich wusste, da bringe ich mich in einen guten State, bevor ich in das Gespräch reingehe. Das Publikum wird mich mögen. Nummer eins. Zweite Bedingung war, dadurch, dass wir in einer großen Halle waren mit zwei Talking Heads, mit zwei Menschen, die miteinander reden, braucht es irgendwie noch aus dramaturgischen Gründen eine andere Ebene. Ich wollte mit Bildern arbeiten, die bestimmte Emotionen auslösen, die auch im kognitiven Gedächtnis aller Menschen verankert sind, die sofort eine Emotion erzeugen. Und diese Bilder mussten natürlich eingekauft werden. Das war die zweite Bedingung, dass ich gesagt habe, besorgt mir diese Bilder, die ich gerne haben möchte. Und die dritte Bedingung war, ich möchte Obama gerne vor dem Interview sehen. Ganz egal, wie eure Bedingungen sind bei solchen Spotlight-Momenten. Ich wusste aber, wenn der Veranstalter sagt, ja, das ermöglichen wir dir, dann habe ich die Möglichkeit, auch mit einem guten Statement, einem guten Gefühl in das Interview reinzugehen. Das schafft für mich die Rahmenbedingungen, die mir Zuversicht für das Gespräch geben. Okay, das klingt nicht nach, ich lasse das alles mal geschehen oder Zufall, sondern das klingt nach einer starken Vorbereitung. Wie hast du dich inhaltlich vorbereitet? Also das erste war der Rahmen. Wie gehst du als Profi konkret in eine inhaltliche Vorbereitung? Also der gute alte Aristoteles nannte diese Phase ja Inventio und Dispositio. Das heißt, wie schaffe ich es, erstmal die Themenfindung und wie schaffe ich meine Inhalte zu finden? Und da sind wir im großen Feld der Content Creation. Und das ist für mich ganz wichtig, wirklich die Inhalte so zusammenzustecken, dass sie auch Resonanz bei mir erzeugen. Es gibt einen schönen Satz, den ich häufig im Coaching verwende. Alles, was mich berührt, hat auch eine Chance, andere Menschen zu berühren. Das heißt, ich wollte auf jeden Fall Themen finden, die mich begeistern und bewegen und daraus dann die Storyline entwickeln, die Kernbotschaft entwickeln. Vor allen Dingen mit zwei Fragen verbunden. Und das ist etwas, was ich jedem zurufen kann. Wir fragen uns ganz oft, wie bereiten wir uns inhaltlich vor? Aber die wunderbare Autorin Maya Angelou in Amerika hat mir so sehr schön gesagt, das ist einer meiner Lieblingszitate, auf Englisch klingt es noch schöner, aber ich übersetze das mal. Sie hat gesagt, Menschen vergessen, was du ihnen sagst. Menschen vergessen, was du getan hast. Aber sie werden nie vergessen, wie du sie hast fühlen lassen. Menschen vergessen niemals, wie du sie hast fühlen lassen. Und für mich war die Frage, was sollen die Menschen inhaltlich mitnehmen? Aber wie sollen sie sich auch im Laufe des Interviews fühlen? Und mit welchem Gefühl sollen sie am Ende rausgehen? Und das war meine inhaltliche Vorbereitung. Und wer bin ich, dass ich alles weiß? Ich suche mir immer, immer bei jeder Vorbereitung, und ich empfehle das auch bei allen anderen Präsentationen, Sparringspartner dazu zu holen. Wenn ich mit C-Levels arbeite, sitzen wir nicht nur zu zweit in dem Raum, da sitzt eine ganze Abteilung mit im Raum, Menschen, die was zu sagen haben. Du weißt, ich bin großer Fan der Heldenreise, und bei der Heldenreise gibt es bestimmte archetypische Muster. Und in Hollywood nennen die sich Supporting Role, also unterstützende Rollen. Und ich habe mir die unterstützenden Rollen dazu geholt, die so ganz anders sind als ich. Conny Chimoch, tolle Journalistin, die in Hongkong meine Radioshow hatte, für die BBC gearbeitet hat. Die habe ich mir direkt dazugeholt, um mit ihr gemeinsam die Inhalte zu erarbeiten. Und daraus ist die Storyline entwickelt, die wir dann mit dem Obama-Büro übrigens am 1. April 2019 abgesprochen haben. Da stand in meinem Kalender 1. April, Call President Obama. Dachte ich, das muss ein Witz sein, aber es war kein Witz, es war die Wahrheit. Wunderbar, also Supporting wichtig. Gehen wir mal auf das Thema Zuversicht und
Naja, Training, ne? Also du wusstest, das sind 60 Minuten, also das war der Rahmen das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, dass das mal nicht so ein 5-Minuten-Ding war oder 20 Minuten wie heute Morgen, sondern das war 60 Minuten. Für so ein herausforderndes Gespräch mit so einer langen Talkstrecke, heißt das, glaube ich, in eurer Branche. Welche Rolle spielt Training für dich unter dem Blickwinkel, dass du weißt, dein Gesprächspartner hält sich vielleicht gar nicht an alle Fragen, wenn da was vorgesprochen war? Also du weißt gar nicht, wohin die Reise geht, glaube ich, wenn Barack Obama mit dir spricht. Wie hast du dich Wenn vorbereitet? Barack Obama antwortet, weiß man nie, wohin die Reise geht, weil er einfach auf wunderbare Art und Weise antworten kann, aber natürlich auf Themenfelder kommt, auf die man erstmal keinen Einfluss hat. Und grundsätzlich zum Thema Training. Ich bereite ja viele C-Levels und Geschäftsführer und Marketingleiter auf ihre Präsentationen vor. Mein Eindruck ist, in solchen Spotlight-Momenten oder für solche Spotlight-Momente wird viel zu wenig trainiert. Viel zu wenig trainiert. Menschen müssen mehr trainieren. Ein Tim Höttges, der jedes Jahr die Auszeichnung bekommt, bester C-Level-Redner in Deutschland, der weiß 6 Wochen vor der Hauptversammlung, wie die Struktur ist, wie die Inhalte ist, der kennt seine Argumente, der ist einfach perfekt vorbereitet. Und die meisten C-Levels bereiten sich nicht vor, die lassen sich irgendwas vorschreiben, die meisten Redner bereiten sich nicht vor. Und dann kommt man zur Veranstaltung, man schenkt dem Redner, der Rednerin die Aufmerksamkeit und bekommt nichts zurück. Warum? Weil sie schlecht vorbereitet sind und schlecht trainiert sind. So, deshalb Training ganz wichtig und ich muss mir da an die eigene Nase fassen. Ich mache das auch nicht immer so exzessiv, aber bei Obama habe ich das gemacht. Kollege von mir, Steve Malter, sitzt in Amerika, ist einer der bekanntesten Corporate-Moderatoren in Amerika, der auch ganz viel coacht, ganz viel trainiert, sehr, sehr guter Freund von mir. Der war über 10 Tage hinweg mein Obama. Das heißt, wir haben im Grunde genommen die Interviews rauf und runter gespielt, lange Antworten, kurze Antworten, lustige Antworten, Antworten, die in eine völlig andere Richtung gingen, nur um diese 60 Minuten mit einer guten Dynamik, mit einem emotionalen Auf und Ab gestalten zu können, sich in den Themen nicht zu verlieren, sondern tatsächlich auch, egal wo die Reise von Obama hingeht, immer wieder einen Anknüpfungspunkt zu finden, um dem Publikum eine gute Zeit zu schenken. Welche Rolle spielt Musik bei dir in der Vorbereitung oder im Training auch? Absolut. Es gibt ein Training von mir, die 7-Minutes-Methode, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Da gehen wir in ein Theater, da trainieren wir mit Menschen und da ist das Thema Musik, Körperarbeit enorm wichtig, um eben auch um ganz viele Ressourcen aus dem Inneren herauszuholen. Und das ist ein Teil meiner Arbeit und ich bereite mich ganz viel mit Musik tatsächlich auch am Ende des Tages vor. Okay. Zu Zuversicht habe ich gelernt, gehört auch, also von den anderen, die haben so von Visualisierung gesprochen. Also so der Bobfahrer, weißt du, der schon eine Minute, also der hat eigentlich schon 7-mal die Bobpiste gefahren, Weiß bevor genau, sich wo du der hin reinsetzt. willst, deshalb lass mich da gerne abkürzen. Auch zum Thema Musik. Also das eine ist Content Creation, dann ist es das Thema Training und dann ist es die Frage, wie bringe ich mich in den richtigen State? Wie gehe ich hin, dass ich tatsächlich auch in Präsenz bin und mein bestes Ich zeigen kann? Das Wort Persönlichkeit kommt ja aus dem lateinischen Personare. Du weißt das, die Masken, das Durchtönen und all das, was dahinter durchtönt, das zum Leben zu erwecken und das mit Energie zu füllen, das ist im Grunde genommen so das, was am letzten Tag passiert. Und da gibt es 2 Dinge, die mir wichtig waren. Ich hatte morgens noch einen Vortrag in Nürnberg für eine große Versicherung und war da um 9 Uhr vor 150 Maklern, bin dann in den Zug gestiegen und habe in der Tat auf der ganzen Strecke von Nürnberg nach Köln nur meine Kopfhörer drin gehabt, im Öhrchen und Musik gehört und visualisiert. Ich hatte die Inhalte drauf, ich habe nur noch visualisiert, wie schön das ist, wie begeistert die Menschen sind, wie Obama ist. Also ich habe mir wirklich schöne Bilder vorgestellt und auch wie der Schluss ist und wie, also tatsächlich klassisch visualisieren, wie man das aus dem Leistungssport kennt. Und das ist Nummer eins. Und das zweite ist eben das Ganze mit Musik. Da braucht auch jeder was anderes. Ich höre da immer so ein Yoga-Lied. Das habe ich tatsächlich die ganze Strecke von Nürnberg bis nach Köln gehört. There is so much magnificence. Das fährt mich runter. Andere brauchen etwas, was sie hochfährt. Mich fährt es runter. Mich bringt es in die Herzensenergie, in die Kraft, sodass ich eine andere Präsenz habe. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, da noch in einen besseren State auf die Bühne zu kommen. Christian, vielleicht gegen Ende, jetzt hast du uns eine Menge Ideen gegeben, wie du mit Zuversicht rangehst. Hier im Chat war gerade die Frage, wie kann man mit Zuversicht als Engländer Elfmeter schießen? Vielleicht gehen wir da gleich nochmal drauf ein.
Aber ich finde, dass Barack Obama auch jemand ist, der total viel Zuversicht ausstrahlt. Ja. Ne, wurde ja, bevor er überhaupt Präsident wurde, hat er schon den Nobelpreis bekommen, also solche Dinge. Der strahlt Zuversicht aus. Was würdest du, wenn ich ihn fragen würde, was ist wahrscheinlich sein Tipp, um zuversichtlich in die Welt zu gehen? Was ist seine Methode, seine... Ja. Mega Frage, gab es ein ganz, ganz, ganz großes Learning. Vielleicht nochmal kurz in die Runde. Ein Mikro scheint noch an zu sein. Schaut doch einfach, dass die Mikros aus sind, weil wir sonst kleine Störgeräusche haben. Bevor ich darauf eingehe, auch mit Blick auf die Uhr, ich würde euch gerne etwas schenken, weil ich gerade über Conny und Steve gesprochen habe. Es gibt einen Kurs von mir, vielleicht schreibt ihr das jetzt gerade mal mit. Der heißt moderieren-lernen.de. Moderieren-lernen.de. Ich schreibe kurz in den Chat. Genau, und wenn ihr da drauf geht, der kostet 97 Euro. Wenn ihr da beim Bezahlvorgang das Passwort Monday eingebt, Monday, groß oder klein, egal wie, Monday, dann purzelt der Preis auf 0 Euro runter, dann schenke ich euch den Kurs. Da seht ihr Steve Malta, meinen sehr lieben Freund aus Chicago, da seht ihr Conny Chimoch und da geht es um das Thema Moderation, wenn ihr da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen möchtet. So viel Zeit hatten wir ja heute Morgen nicht. Für diejenigen, die heute live mit dabei sind, nur die, die live heute Morgen mit dabei sind. So, also, okay. Das ist heute aktuell gültig. So, jetzt zurück zu deiner Frage. Was macht den großen Unterschied aus? Da gab es in der Tat einen großen Moment am Ende des Tages. Und ich nenne diesen Moment den Moment der zentrierten, ungeteilten Aufmerksamkeit. Den Moment der zentrierten, ungeteilten Aufmerksamkeit. Obama ist immer zentriert und er schenkt ungeteilte Aufmerksamkeit. Und besonders deutlich ist das geworden am Schluss. Ich bin ganz oft gefragt worden, was macht den Unterschied aus zwischen so einem Obama und jedem anderen Politiker? Es ist genau das. Wir haben gesehen, noch 4 Minuten waren auf der Uhr drauf. Letzte Frage an Obama. Obama antwortet, wie so ein Obama nur antworten kann, sehr emotional, ganz viel Pathos, kein Logos mehr, sondern nur noch Emotionen pur. Tiefste Werte angesprochen, Motive angesprochen, die Menschen waren berührt und man merkte, mit seinem Zielsatz, mit seinem Schlusssatz kam so ein durch die Halle und so 14.000 Menschen atmeten ein, atmeten aus und dann war klar, jetzt ist Schluss und in diese Stille hinein habe ich gesagt, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr wir Sie hier in Deutschland vermisst haben. 14.000 Menschen stehen auf, feiern den ab wie so ein Popstar. Obama steht auf, ich stehe auf. Jeder Mensch, den ich kenne, würde aufstehen und sich, wenn 14.000 Menschen für ihn applaudieren, Richtung Publikum drehen. Das macht ja was mit einem, wenn das Publikum applaudiert. Was macht Obama? Diese unfassbar coole Socke steht auf, kommt auf mich zu. Absolut zentriert, offen, zentrierte, ungeteilte Aufmerksamkeit, legt seine Hand auf meine Schulter, hält diese Aufmerksamkeit und sagt, well done, very good job. Und dann dreht er sich Richtung Publikum, zentriert, ungeteilte Aufmerksamkeit und ist beim Publikum. Wenn der hier ist, ist der hier. Und wenn der da ist, ist der da. Und das ist eine Qualität, die wir kaum in den Alltagsgesprächen haben, die wir ganz wenig bei Präsentationen haben, dass Menschen wirklich da sind und fürs Publikum da sind, zentriert mit einer ungeteilten Aufmerksamkeit. Und das ist bewundernswert und das hat er unfassbar drauf. Wow, ich habe hier in meinem Reaktionsfeld leider keine Gänsehaut, sondern nur ein Herzchen, aber hat gerade Gänsehaut bereit und ich kann mich gut erinnern. Ich hatte eine schöne Karte bekommen, 10., 12. Reihe, also ich habe euch beide sehr gut gesehen. Und gerade kommt tatsächlich das Bild hoch, wie er ja auch körperlich immer bei dir war, also immer zugewandt war, als wärt ihr im Wohnzimmer gewesen. Also zentrierte, ungeteilte Aufmerksamkeit, das ist eins von den Learnings von dir. Ich habe gerade schon im Chat gelesen, vielen Dank, da steht, wie kann man in 20 Minuten so viel tolle Tipps rübergeben. Ganz herzlichen Dank, auch deswegen haben wir eine Aufzeichnung gemacht, weil das sehr, sehr zentriert war, sehr fokussiert war. Christian, du hast deinen guten Ruf nicht umsonst, glaube ich. Danke, dass du dir den Montagmorgen hier gegeben hast. Ich kenne den Hintergrund. Du hast eine Tochter, die gerade leicht erhöhte oder deutlich erhöhte Temperatur hat. Hoffentlich kannst du dich jetzt wieder zu ihr widmen mit einer zentrierten, vollen, ungeteilten Aufmerksamkeit. Also, danke an euch alle für euer Interesse an dem Thema. Geht weiter zuversichtlich, optimistisch, positiv und mutig durch die Zeit. Wir haben in den nächsten Wochen unheimlich spannende Leute. Ich sprach schon den Comedian ein. Wir haben bald auch Ralf Schmidt, auch ein unheimlich positiver Mensch, der zu verschiedenen Sachen was sagt. Wir haben nächste Woche Steffen Kirchner, der Mentaltrainer, schon mit unheimlich vielen Leistungssportlern gearbeitet hat.
mit Nationalspielern gearbeitet hat, mit ja, etc. Kommt nächsten Montag wieder rein. Ich freue mich drauf. Christian, ganz großer Dank von mir, aber wie du im Chat siehst, auch von allen anderen. Ich lasse das kurz noch ein bisschen laufen. Ich gehe hier schon mal raus. Ihr könnt im Chat noch was reinschreiben. Christian, du kannst gerne lesen. Tut dir ja auch gut. Danke euch ganz herzlich. Habt einen tollen Montag. Bis dann. Tschüss. Danke. Ciao.